So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Dawn of Man. Ja, da sind wir. Felder sind gemacht. 170 Leute sind wir aktuell. Ich gehe auch schön fleißig jagen, denn anders kann ich das gar nicht halten. Ich habe jetzt hier oben noch so ein bisschen extra Flachs gemacht, weil wir ja doch einen sehr hohen Verbrauch an Flachs haben, wie ich festgestellt habe. Hier hinten sieht es schon ganz gut aus. Ich habe jetzt hier noch ein Lagerhäuschen hingebaut und habe noch mal ein Stück erweitert. Das gleiche werde ich hier auch machen. Werde aber, glaube ich, hier eine Schneise lassen. Wenn die Gegner dann nämlich da hinkommen, können die unsere Leute dann von der Seite aus schießen. So zumindest der Plan. Ob das klappt, ist dann eine ganz andere Geschichte. Ja, ansonsten habe ich... Ja, ich jagge gerade ein bisschen. Ansonsten habe ich hier hinten noch mal ein Stück nach hinten gesetzt. Und halt, ne, dass so da lang noch mal ein Tor ist. Ich weiß nicht, ob wir noch ein Stück nach hinten gehen werden dann. Das muss ich mal gucken. Na, ich wollte eigentlich die Aufgabe hier irgendwie erwischen. Die irgendwie ganz dumm da dahinter steht. So. Im Prinzip können wir das auch so machen. So. Zack, dann können wir hier nämlich auch noch, hier können wir dann noch Häuser machen. Und eigentlich haben wir dann noch die 200, wenn ich mir das so richtig angeguckt habe. Schilder haben wir auf jeden Fall genug, Kompositbögen auch langsam wieder. Ich bin so ein bisschen dabei, alles zu machen. Was brauchen wir denn momentan? Ich würde vielleicht noch ein paar mehr Messer machen. So, wir haben mal ein paar Messerchen. Ich glaube, unsere Produktion läuft auch wieder ganz gut soweit. Zumindest haben wir jetzt 130 Sicheln. Ja, läuft eigentlich ganz gut. Tiere, Fleisch muss ich halt richtig aufpassen, weil wir sehr viele Leute haben, die dann auch sehr, sehr schnell sehr hungrig sind. Das hier ist doch alt, oder? Ja, das ist alt. Das ist alt. Das holen wir uns schon mal. Auf Ziegen und so würde ich eigentlich sehr ungern gehen, muss ich sagen. Aber naja. Gucken, dass ich gleich nicht so viele Leute losschicke, weil wir die Felder gleich machen müssen. Ich würde aber auch ungern die Esel nehmen. Oha, Gerstus beeinträchtigt. Läuft denn hier hinten noch was rum? Nach hier hinten. Wobei ist noch ein Bär. Bärchen können wir uns schnappen und dann holen wir uns gleich ein paar Kühe. So. Sollte ja eigentlich klappen. Schauen wir mal. Ja, die Händler kann ich mir jetzt nicht angucken, sonst ist meine Auswahl weg. Und da finde ich meine Kühe wieder nicht. Oder haben wir was Näheres? Unsere Pferde? Die essen halt wirklich unnormal viel Fleisch. Ich gucke schon die ganze Zeit, ob ich das irgendwie noch anders hinbekomme, aber... Da besteht nicht wirklich eine andere Möglichkeit. Also ich habe schon hier eine Brote ohne Ende, aber... Essen sie irgendwie nicht so viel wie Fleisch. Mal gucken, wenn ich die Produktion höher mache, vielleicht dann... Ich werde auch nicht, dass das verfällt, ne? So, das sieht alles soweit fertig aus hier. So. Schön Messer herstellen. Wo habe ich denn das jetzt angeklickt? Hier, oder? Ja, hier.
Ach so, und was natürlich auch fertig ist, vergessen zu zeigen. Hier oben, das Ding ist jetzt auch fertig. Hier. Da oben haben wir jetzt auch so ein Teil. Hier hinten, die sind auch schon fertig. Müssen wir mal gucken, wie wir dann jetzt weitermachen. Damit wir auch das eine Ziel erreichen mit den 1000 Ruhm. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ich weiß nicht, wann das reicht. Ich habe schon überlegt, ob ich so eins noch hier vorne hinsetze, aber es ist dann halt auch mega viel. So, alles gejagt. Oha, so viele Leute. Das ist jetzt nicht so gut. Das ist jetzt gar nicht gut, weil ich glaube, die wir dahinter haben... da hätten es eine ganze Latte an Jägern von uns. Ja, die gehen ja ziemlich auf unsere Leute. Ist irgendwo... Was machen die? Ja, okay, freut euch halt doch nur lauter, oder? Ja, okay. Gott, herrje, so ein Krach. Durchschnittlich. Ich glaube, ich würde das mal nehmen gerade. Natürlich geiles Timing gewesen, ne? So, dann müssen wir hier schauen. Ist halt echt gut, ein Wetter weg und unsere Türme gehen halt jetzt nicht mehr kaputt. Das ist richtig gut. Da spare ich mir so viel Material. So, da saß mein Tor. Und die haben auch nur eine Wand eingerissen, glaube ich. Oder? Fehlt da was? Hier kann ich nichts hinmachen, ne? Das ist die Wand, wo ich nichts hinmachen kann. Ja, so. Haben die denn das Fleisch hier fertig zerlegt? Oh, da liegt noch ein bisschen Wasser, aber es passt. So, gehen wir mal auf Hirschjagd. Dann sind so die drei. Im Winter haben wir eher meistens Zeit, wenn wir nicht gerade angegriffen werden. Eins. Ja, der schafft es doch nicht alleine. Oder? Oh, okay. Ja, erledigt. So, dann haben wir wieder mehr Fleisch. Der ist jung. Ich überlege gerade, ob ich die Mehlproduktion noch einen Ticken höher mache. 40. Gucken, wie sich das verhält. Was habe ich denn die Brote eingestellt hier? 50. Brote, ey, das ist... mal gucken. Ob das klappt. Schauen wir mal. Ich könnte mal hier neue Flüge bauen. Ein paar. Gerne wieder ein paar Sensen. Und noch gleich ein paar mehr Sensen. Ich habe ja hier auch, ne, hier oben jetzt einen Erdofen, da unten ist noch einer, da ist noch einer, damit die halt so viel Eisen oder Stahl wie möglich produzieren können auch. So, hier wird ordentlich Fleisch geschlachtet gerade.
Haben wir anscheinend wieder eine kleine Überbevölkerung, ein Schweinchen. Wir befreien ihn mal von seinem Leid. Hilft ja alles nix. Oh Leute, wir müssen mal fangen und ausrotten. Oh, ein paar mehr Hunde. Und da ist sogar jemand drum beerdigt. Es wäre wahrscheinlich noch sinnvoller, hier ein Tor zu machen, statt hier. Aber ich finde das hier dann irgendwie geiler, muss ich sagen. Hier kriege ich ja leider keine Pflanzen mehr hin, ne? Nee. Viele Kühe hier rumlaufen. Eieiei. Ei. Ei, bleib doch mal. Gott, bleib halt an einer Stelle, oder? Junge. Wachsen. So, der Rest ist jung. Die Jungen lassen wir auch. Toll, genau in dem Moment. Hat er unser Hund getötet? Oh. So, war wieder ein bisschen Fleisch vorgesorgt. Für magere Tage. Du bist. Ja, erwachsen lassen wir mal. Gerade Pferde, ey. Muss ich mal ein bisschen vorsichtiger mit sein. Die haben nichts zu tun. Guck mal, hier stehen sogar Leute rum, die nichts zu tun haben. Das muss man sich mal reinziehen. Ja, kannst mal Stöcke sammeln. Da liegen nämlich ein paar rum. So. Die bringen mir 5. Die bringen uns 7. Ich könnte eigentlich hier mal. Ah ne, obwohl jetzt ist gleich Erntezeit. So, eigentlich müssten wir auch wieder neue. Hinten läuft Fleisch rum. Die können wir uns holen, wenn unsere Felder fertig sind. Ich hoffe, dass die einfach mehr Brot essen. Statt Fleisch die ganze Zeit, dann ich will nicht die ganze Zeit jagen. Aber naja. Zumindest läuft das jetzt so langsam wieder. Ziemlich gut sogar. Die Felder hier hinten gemacht haben, dann schicke ich die mal los zum Jagen. Weil Getreide haben wir jetzt auf jeden Fall super viel. Das ist eigentlich ganz gut. Also es reicht für Bier und für Brot. Ich glaube, die essen das Brot sogar.
Na gut, hätte ich vielleicht einfach mal die Produktion hochtreiben müssen, wa? So, holen wir mal Fleisch. Zwischendurch war ich schon bei 180. Aber irgendwas ist dann passiert. Ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Räuberangriff war oder ich weiß gar nicht mehr. So, Felder sind auf jeden Fall fertig. Jetzt können wir hier mal ein paar. Die gehen schon los. Hier Bisons jagen. Oh nein, Schneesturm. Das ist nicht so gut. Wir werden jetzt ziemlich erfrieren hier. So, jetzt schnell zurück mit euch. Den lassen wir jetzt am Leben hier. Mal gucken, wie viele davon ankommen. Das wird witzig. Das wird witzig. Eieiei. Aber ich muss eigentlich gar nicht so viel Mehl auf Vorrat haben die ganze Zeit. So, Schneesturm vorbei. Geht euch mal. Oh je. Oh, 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 oh. Das wird gleich hageln vor Todesmeldungen. Eins. Zwei. Na, Glück gehabt. Oh, fünf Leute erfroren. Oh. Naja. Das habe ich mir schon fast gedacht. Tja, ich kann da nicht noch näher bauen. Die Tiere halten sich nämlich nicht so nah bei uns auf. Außer Kühe. Okay, jetzt hört doch auf, alle zu sterben, oder? Ich werde jetzt mal hier ein neues Wohnhaus hinsetzen. Ich darf nur, dass wir mal hier einen höheren Zuwachs haben. So, sollen wir mal kurz gucken. Was haben wir denn jetzt hier nicht so viel? Hacken haben wir anscheinend nicht so viel. Haben wir jetzt hier Stahlhacken in Auftrag und hier nochmal Sensen. Damit Minimum jeder eine Sense hat, wenigstens, ja. Ich habe ja auch nochmal schön hier, ne, Dings hingebaut. Getreidespeicher. Eigentlich. Obwohl. Wir können den Stuff hier eigentlich nehmen. Warum nicht? Warum eigentlich nicht? Das soll mal leben. So, neue Hütte kommt. 185. Oh, nicht mal viel. Dann haben wir die 200 geschafft, ey. Dann muss ich nur noch gucken, ob ich irgendwie einen Stall baue. Und mehr Tiere halte. Müssen wir mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie wir das... Oder ob ich das gegenhalten kann hier mit dem Brot. Haben wir zu wenig Backöfen oder? Nö. Nee. Da können ja mehrere Brot backen. Und irgendwie ist ständig kein Getreide her. Aus unerklärlichen Gründen.
Stock. Bisschen Aufgaben verteilen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier 30 Flüge auf dem Feld überhaupt haben. Ich würde hier irgendwo noch einen Stall hinzimmern müssen. Vielleicht davor. Sind die denn fertig mit den Feldern? Nee. Noch nicht ganz. Die müssen sie schon noch fertig machen, bevor ich jetzt hier die nächste Aufgabe in Auftrag gebe. Ich weiß nicht, ob ich die Kühe dann nämlich hochschraube an der Stelle. Ich mach das mal anders. Ich mach das mal so hier. Die Frage ist nur, ist das so? So. Die Wickellinsen. Schicken die jetzt da noch schnell hin. Die Geiß. Bisschen Fleisch schon. Jetzt ist gerade Zeit. Los. Oh, zu weit war, oder? Na gut, aber ich habe ja auch einen Kreis gedreht, deswegen mal gucken. Wird schon. Die schon los? Oh nein, 20 Kühe sind krank. Oh. Oh. Habe ich hier Kühe zum Fangen? Hinten waren noch von so viele. Hier. Ein Weibchen und ein Männchen. Nehmen wir. Krank, haben wir vielleicht doch noch mal ein paar mehr. Wir nehmen vielleicht noch das da oben mit. Und da sind vier. Sollte passen eigentlich. Was machen die Bären in unserer Base? Ja. Ja, dann würde ich sagen, ist schon wieder eine Folge vorbei. Mann, die Zeit verfliegt vielleicht. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.